Hi, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Bianca Scharschmidt, ich stehe für das Hundetraining der neuen Zeit. Was kein Hundetraining ist, da die Menschen Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen und erkennen, dass es eigentlich nie um das Verhalten ihres Hundes geht, sondern immer um sie selbst. Also hier geht es um Spiritualität, um Psychologie, um Umgang mit dem Hund, Hundeverhalten. Und ich möchte in diesem Video mal darauf eingehen, warum Impulskontrolltraining Bullshit ist. Also mit Impulskontrolle wird auch Selbstbeherrschung gemeint. Und wenn man Impulskontrolltraining macht, möchte man eben, dass der Hund nicht sofort auf einen Reiz reagiert, ohne nachzudenken, sondern dass er eben auch abwarten kann, dass er ansprechbar bleibt und all diese Dinge. Damit hängt auch Emotionsregulation zusammen, denn ob ich mich schnell provozieren lasse zum Beispiel und schnell wütend werde, hat auch etwas mit der Selbstbeherrschungsfähigkeit zu tun. Also ist ganz klar, wofür man das braucht, nämlich eigentlich für alles. Und das ist ja das Verrückte, dass wir das so unterteilen in Impulskontrollübungen und Alltag, weil der Alltag, wenn ich ihn harmonisch mit meinem Hund leben möchte, besteht aus Selbstbeherrschung. Es ist Selbstbeherrschung, wenn dein Hund was stehen lassen muss, weil du ihn rufst und er zurückkommen muss. Es ist Selbstbeherrschung, dass er dir nicht den Arm an der Leine ausreißt. Es ist Selbstbeherrschung, wenn er nicht hinter einem Reh herrennt. Es ist Selbstbeherrschung, wenn er nicht einfach irgendwas frisst. Es ist Selbstbeherrschung, wenn er einen anderen Hund nicht verkloppt. Also eigentlich besteht das ganze Leben aus Selbstbeherrschung und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen mit diesen komischen Impulskontrollübungen. Aber warum das eventuell nichts bringt, das erkläre ich dir jetzt. Ich kam auf die Idee, dieses Video zu machen, weil ich mal auf anderen YouTube-Kanälen von Hundetrainern ein bisschen rumgestalkt habe und sehr oft die gleichen Videos gesehen habe. Also so von der Art, wie man das mit den Hunden zu machen hat und so. Und daraufhin habe ich einfach mal Videos aufgenommen von mir und meinen Hunden in zwei Situationen, die wir uns jetzt anschauen werden. In dem Video habe ich euch gezeigt, wie ich meine Hunde aus dem Auto rauslasse. Denn man sieht das bei ganz vielen Hundetrainern, ja, dass die da sich ganz viel Zeit für nehmen und dass das ja so wichtig wäre und hier und da. Und ganz ehrlich, ich kann dir nur sagen, ich habe keine Zeit und keine Lust, jedes Mal eine Viertelstunde am Auto zu warten, nur damit meine Hunde irgendwie schön und anständig aussteigen. Denn der Hintergrund dafür ist ja, dass viele Hundetrainer sagen, wenn dein Hund schon wie wild aus dem Auto aussteigt, dann ist ja kein Wunder, wenn draußen auch wild ist und nicht auf dich hört. Und das ist nur zu einem Teil wahr. Denn ich kann dir sagen, wenn dein Hund gelernt hat, dass er dich ignorieren kann, dass du auch selber denkst, dass du in vielen Situationen gar keine Chance hast, zu deinem Hund durchzukommen, also du auch quasi schon akzeptiert hast, dass er dich in vielen Situationen ignoriert, dann wird das auch nichts ändern, ob der jetzt ruhig aus dem Auto aussteigt oder ob der jetzt wild aus dem Auto aussteigt, weil wenn dein Hund gelernt hat, dass er nicht reagieren muss, wenn du mit ihm sprichst, dann ändert das nichts an dieser Tatsache. Natürlich ist es aber so, wenn ein Hund ruhiger aussteigt, sagen wir mal so, dauert es natürlich länger, bis er wieder auf 180 ist, weil genauso wie wir Menschen auch, man kann sehr schnell von 0 auf 180. Also da gibt es dann noch Abstufungen dazwischen. Trotzdem ist es aber so, wenn du einen relativ wilden Hund hast, kann er natürlich sich sehr schnell wieder hochfahren. Also das heißt, auch da wieder möchte man quasi sein Ziel über einen Umweg erreichen, der zwar vielleicht oberflächlich so aussieht, als würde das irgendwas bringen, aber im Endeffekt es eigentlich gar nicht darauf ankommt. Denn wie ich schon gesagt habe, das, was eigentlich alle Menschen versuchen, mit Impulskontrolltraining zu erreichen, ist Ansprechbarkeit. Also, dass der Hund immer reagiert, wenn ich mit ihm spreche. Also, der Hund eben lernt, ich lasse mich nicht ignorieren. Dafür braucht es aber einen Menschen, der sich dementsprechend nicht ignorieren lässt und einfach hinnimmt, dass es Situationen gibt, wo der Hund eben einfach, ja, nicht antwortet, wenn ich mit ihm rede. Und natürlich sieht das schöner aus, wenn der Hund irgendwie ruhig und gesittet aus dem Auto aussteigt. Aber da ist auch wieder die Frage, warum brauche ich das so sehr? Also, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Was ist die Motivation hinter dem, was ich tue? Denn ich brauche mittlerweile nicht mehr, dass Menschen mir sagen, oh, du machst das aber toll mit deinen Hunden. Das brauchte ich mal eine Zeit lang und ja, da habe ich das auch so gehandhabt, weil ich dachte, das muss so sein, man macht das so. Aber ich sage immer gerne, wer ist denn dieser Mann?
Genau das ist nämlich unser Thema, dass wir eben nicht Dinge machen, die wir wollen, sondern dass wir Dinge tun, weil wir denken, man macht das so. Also wir eben nicht authentisch sind, wir nicht unser Leben leben und wir nicht wirklich wissen, was will ich denn wirklich, was brauche ich wirklich, sondern eben aus falschen Motivationen heraus Dinge tun, die uns unser Hund natürlich zeigen muss. Denn deswegen ist unter anderem Impulskontrolltraining auch totaler Bullshit, weil wir oft mit Impulskontrolltraining versuchen, um eine Ecke unsere Ziele zu erreichen, was eben zum Beispiel die Anerkennung und Wertschätzung von anderen Menschen angeht, was unsere Kontrollsucht befriedigt, beziehungsweise uns vor Kontrollverlust bewahrt. Und all diese Dinge, also wir tun sehr, sehr viele Dinge aus einer Motivation heraus, die nicht unserem authentischen Ich entspricht, also dem, was ich wirklich will und was ich wirklich brauche, sondern eben, dass es darum drunterliegende Ängste geht. Und genauso sieht es natürlich aus, wenn dein Hund dich in gewissen Situationen ignoriert und du sagst, ich komme aber gar nicht zu dem Hund durch, ich habe schon alles probiert und du merkst, dass es in dir so ein enges, frustriertes Gefühl gibt, dann liegt es auch da natürlich erstmal daran, die darunterliegende Blockade zu lösen. Denn wie gesagt, immer wenn wir so unangenehme Gefühle haben, was das Verhalten unseres Hundes betrifft, dann gilt nicht einfach das, was ich sage, denn das, was ich sage, meine ich immer aus einer inneren Sicherheit, aus meinem authentischen Sein und eben nicht, wenn ich merke, da sind Blockaden und ich stecke irgendwie fest und ich fühle mich irgendwie kacke, weil dann gibt es da etwas zu lösen und genau deswegen befinde ich mich in den Situationen mit meinem Hund und die Dinge klappen nicht, wie ich will und auch vielleicht nicht, wie der Hundetrainer XY sagt oder eben vielleicht auch nicht das, was ich sage, weil es eben darunter noch Dinge gibt, die du in dir lösen musst, damit das mit deinem Hund überhaupt klappen kann. Denn Fakt ist, und das werden jetzt ganz viele Menschen nicht hören wollen, aber mangelnde Impulskontrolle gibt es nur bei Hunden, deren Menschen nicht wirklich wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Die eben genau aus diesem Grund, weil sie nicht wissen, wer sie eigentlich sind und was sie wirklich wollen und nicht wollen, sehr stark durch das Außen beeinflusst werden. Und das meistens nicht nur durch den Hund, sondern auch durch andere Umstände. Also die sich eben arg an ihr Außen anpassen und genau deswegen gar nicht wissen, was sie wirklich wollen und was sie nicht wollen, weil sie viel zu sehr im Außen sind und deswegen gar nicht wahrnehmen können, was für sie wirklich wichtig ist und was nicht. Und dieses im Außen sein liegt ja eben oft nur daran, weil es eben drunterliegende Ängste gibt, Blockaden gibt, die mich im Außen halten. Weil ich eben denke, ich wäre abhängig von bestimmten Sachen. Ob das jetzt eben Anerkennung ist, Wertschätzung ist oder eben, weil ich denke, ich muss im Außen irgendwas regeln, weil es in mir Ängste gibt, die mir sagen, ich muss das im Außen kontrollieren, sonst wird alles immer schlimmer und so weiter und so fort. Also mangelndes Urvertrauen. Schauen wir uns aber mal das zweite Video an. In diesem Video habt ihr gesehen, wie ich meine Hunde füttere. Und zwar, indem ich ihnen einfach das Futter hinstelle. Denn auch da gibt es so viele Mythen darüber, dass man gewisse Impulskontrollübungen machen muss, damit gewisse Dinge klappen. Aber ich kann dir sagen, es gibt nicht die Impulskontrolle. Also solange du Impulskontrollübungen nicht machst, weil es dir einfach Spaß macht, dann bitte mach's einfach weiter. Sondern weil du denkst, wenn ich das jetzt mit meinem Hund so mache, dann trainiere ich die Impulskontrolle und dann kann er zum Beispiel besser an der Leine laufen oder rennt draußen Rehe nicht hinterher oder sowas. Das ist kompletter Bullshit. Also Hunde lernen immer kontextbezogen. Und das heißt, solange du Training von Leben separierst, wird es immer separiert bleiben. Solange du denkst, dass du etwas trainieren musst, statt es zu verlangen, wird der Zielzustand auch immer in der Zukunft bleiben. Was bedeutet das also? Wenn du in einer gewissen Situation gerne mehr Selbstbeherrschung von deinem Hund hättest, dann musst du es auch in dieser Situation mit dem Hund besprechen und nicht in einer anderen. Wie gesagt, das bringt gar nichts. Dann hast du vielleicht einen Hund, der schön vorm Napf warten kann, ja? Aber es bringt dir rein gar nichts für andere Situationen. Wenn du das in dieser Situation haben willst, okay, deine Sache. Mir ist auch da wieder meine Zeit für zu schade, ganz ehrlich. Und wenn ich was essen will, dann will ich auch einfach was essen. So,
Ich brauche nicht, dass meine Hunde da sitzen und warten und all diese Sachen. Denn wie gesagt, das, was wir alle wollen, ist Ansprechbarkeit. Und wenn ich weiß, dass mein Hund ansprechbar ist und auch da, egal in welcher Erregungslage, ja, denn ja, das ist möglich, dass Hunde, die in einer hohen Erregungslage sind, auch ansprechbar sind. Aber ich muss es eben von dem Hund dann auch in diesen Kontexten, wo ich es haben will, verlangen und entsprechend mit Konsequenzen untermauern. Und damit meine ich sowohl positive als auch negative. Aber dass ich eben, ganz simpel gesagt, einfach meine, was ich sage. Und natürlich, von jüngeren Hunden zum Beispiel kann man weniger verlangen als von erwachsenen Hunden. Außer ich möchte mir jeden Tag die Laune verderben, weil ich einen zu hohen Anspruch habe. Das kann ich natürlich machen, ja. Aber wenn mir mein innerer Frieden wichtig ist, dann mache ich das nicht. Und ich überlege mir eben, was kann ich hier und jetzt verlangen? Hat einer von euch mal drüber nachgedacht, dass das, was du jetzt von deinem Hund willst, jetzt auch möglich ist? Wie gesagt, sobald du in den Trainingsmodus fällst, tut es logischerweise dein Hund auch, weil du die ganze Zeit vermittelst, das dauert noch ein bisschen, bis ich das von dir verlangen kann. Dementsprechend wird dein Hund dir das zeigen und sagen, jo, ich muss das ja jetzt nicht so machen, weil mein Mensch lässt ja noch gewisse Dinge einfach so offen und ist nachsichtig mit mir. Und ich weiß, das Schwierige ist, die meisten wollen ja diese Anleitung haben und wollen dieses, was kann ich denn genau jetzt machen mit meinem Hund, damit das klappt. Aber das Problem ist, wenn wir Menschen diese Dinge machen mit unseren Hunden, die immer gleich sind, weil wir denken, das muss so sein, man macht das so, ja, und verhalten uns in gewissen Situationen immer gleich, dann sorge ich dafür, dass sowohl ich unflexibel werde, als auch mein Hund unflexibel wird, weil ich ja auch vollkommen vorhersehbar bin und der Hund eigentlich nur Quatsch lernt und lernt, ja, mein Mensch will da gewisse Dinge und der macht immer das Gleiche. Aber so richtig weiß er eigentlich gar nicht, worum es ihm geht. Denn eigentlich geht es auch dir nicht darum, irgendwelche Methoden ständig abzuspulen, sondern du möchtest einfach nur, dass du deinem Hund was sagen kannst. Du möchtest einfach nur zu ihm durchkommen. Und das ist nichts anderes als Impulskontrolle, wenn ich von meinem Hund verlange, dass er reagieren muss, wenn ich mit ihm rede. Aber der Unterschied ist eben, dass das immer unterschiedlich ist. Weil wir wollen nicht jedes Mal in jeder Situation das Gleiche. Und das macht einen Hund flexibel, weil er eben lernen muss, zuzuhören. Das ist so entscheidend, dass der Hund lernt, zuzuhören. Und du eben auch die Freiheit bekommst, selber zu entscheiden, was will ich denn jetzt und was will ich vielleicht in 3 Sekunden? Und je nachdem eben das mit deinem Hund besprichst. Wie gesagt, ich halte nichts von diesen Impulskontrollübungen, außer sie machen einem Spaß, dann bitte, natürlich kannst du alles mit deinem Hund machen, was Spaß macht, aber nicht mit diesem Hintergedanken, dass es dir irgendwas bringen würde. Denn wie gesagt, Übung bleibt Übung, außer eben du verlangst es in den Situationen, wo du sagst, da ist es mir wirklich wichtig. Und wenn du das nicht kannst oder wenn du merkst, irgendwie ist da etwas in mir, was sich so unangenehm anfühlt, dann gilt es, das zuerst zu lösen und das hat mit deinem Hund gar nichts zu tun. Hunde lernen automatisch Impulskontrolle, Selbstbeherrschung, Emotionsregulation, wenn ich als Mensch weiß, wer ich bin, was ich will und was ich nicht will. Denn dann biete ich gar keine Fläche mehr für Manipulation. Denn nichts anderes, wie gesagt, ist es, was Hunde, die eine nicht so gute Impulskontrolle haben, dem Menschen spiegeln, zumindest wenn es ihn stört, ja, dass der Mensch sehr viel auf den Hund eingeht und der Hund dadurch Grenzen überschreitet, die eigentlich der Mensch im Kopf hat, aber entweder sich selbst darüber nicht bewusst ist und auch deswegen nicht klar kommuniziert hat. Und so lebt man dann von Tag zu Tag und merkt gar nicht, dass der Hund nur der Spiegel dafür ist, dass ich selbst in mir keine klaren energetischen Grenzen habe. Also, dass ich in mir gar nicht weiß, was will ich wirklich und was will ich nicht. Und mich deswegen sehr leicht an mein Außen anpasse, eben meistens durch unbewusste Glaubenssätze, wie ich bin nicht richtig und ich muss gefallen und ich will aber nicht unangenehm sein, ich will nicht der Böse sein, ich will, dass mein Hund mich noch genauso sieht wie vorher. Das können 1000 verschiedene Dinge sein. Impulskontrolle kommt also automatisch in den Dingen, die mir wichtig sind, wenn ich weiß, welche Dinge mir wichtig sind und alle Blockaden in die Richtung gelöst habe. Ich nehme da mal als Beispiel die Leinenführigkeit. In der Zeit, wo ich unbedingt wollte, dass meine Hunde leinenführig laufen, sind sie am schlimmsten an der Leine gelaufen. Warum? Weil ich in mir diese Blockade hatte, dass ich es nur wollte, weil ich als Hundetrainer gut dastehen wollte. Also die Motivation war nicht, weil ich es wirklich von mir aus wollte, sondern die Motivation dahinter war, was denken denn die anderen? Und in der Zeit sind meine Hunde am schlimmsten an der Leine gelaufen und ich habe natürlich gedacht, ich muss noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen, damit das hier klappt.
Jetzt ist es so, dass es mir wirklich vollkommen egal ist, solange mir keiner einen Arm ausreißt. Also ich komplett den Druck weggenommen habe und meine Hunde jetzt so schön laufen wie noch nie. Denn jetzt liegt auch mein Fokus nicht mehr bei den Hunden, sondern einfach bei mir, weil ich einfach das mache, was ich auch ohne Hunde machen würde. Und genau das meine ich mit, wenn man weiß, was man will, wer man ist, dann bietet man keine Fläche mehr für Manipulation. Dementsprechend versucht der Hund auch gar nicht mehr, mich zu manipulieren, weil er merkt, ich mache eh, was ich will. Aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich will und was ich nicht will, dann steige ich eben sehr schnell auf das, was im Außen passiert, ein und passe mich an. Also es ist ganz entscheidend zu wissen, was ist die Motivation, warum du unbedingt das von deinem Hund brauchst, was du brauchst. Und ja, da geht es wieder darum, brutal ehrlich zu sich selbst zu sein. Denn wie gesagt, die Impulskontrolle kommt von alleine, wenn du weißt, wer du bist und warum du gewisse Dinge von deinem Hund willst oder nicht willst. So, das waren just my two cents zum Thema Impulskontrolle. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken bringen, vor allem was das Thema angeht, Training und Alltag und Trainieren und Verlangen. Denn wie gesagt, alles ist möglich im Jetzt, außer da liegen Blockaden drunter. Und dann musst du die in dir lösen und nicht mit deinem Hund noch mehr Impulskontrolltraining machen. Wenn du wissen willst, wie du die Blockaden in dir lösen kannst, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, diesen Sonntag an meinem Live-Webinar teilzunehmen, das Hundetraining der Zeit-Webinar. Es wird aber auch eine separate Aufzeichnung geben, die du in der Mediathek bei mir kaufen kannst. Den Link findest du in der Beschreibung. Danke dir fürs Zusehen und bis dann. Ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es mich doch gerne wissen und hinterlasse ein Like und oder einen Kommentar mit deinen Gedanken dazu und abonniere meinen Kanal. Wenn du mehr möchtest, folge mir auf Facebook oder Instagram, wo ich fast täglich kleine Gedankenanstöße teile, die dir helfen, dich an deine Wahrheit zu erinnern und deinen Fokus bei dir zu halten. Ich wünsche dir eine schöne Zeit mit dir und natürlich deinem Hund. Deine Bianca.